Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich ein kleines Craft-Update-Video für euch. Das sind die Hardstyler aus dem Pop-Out-Video 4. Und ich wollte euch mal kurz vom Nahen quasi zeigen, was ich draus gemacht habe. Viel habe ich nicht gemacht. Ich habe sie diesmal nicht von hinten beglitzert oder wie auch immer, weil ich das so, wie sie sind, eigentlich schon ganz gut fand. Ich habe nur Schlüsselanhänger jeweils dran gemacht und wollte euch das mal schnell zeigen, bevor ich die in den Davanda-Shop stelle. Wenn das Video oben ist, dann werden sie wahrscheinlich schon drin sein und ihr könnt euch dann gerne mal umschauen bei mir. Und ja, ich rede schon wieder viel zu viel. Ihr seht es ja eigentlich auch, aber ich wollte es euch mal noch vom Nahen zeigen. Hier einmal die Halloween-Teilchen. Ist hier ein Katzenhaar? Na klar, Miezi ist ja wieder überall. Die habe ich alle gleich gemacht, weil ich nichts hatte Halloween-mäßiges, was ich oben ran machen konnte. Also habe ich mich für einen schwarzen Stern entschieden. Für zwei kleine... Na komm schon. Hallo. Aha, für zwei kleine Pärchen und einen bronzefarbenen Schlüsselanhänger. So. Und das war's. Und es sind alle Halloween-Teile so geworden, weil ich das eigentlich... Ja, ich passe das ja immer farblich an. Ich finde das immer ganz schön. Bei dem ist mir leider ein Missgeschick passiert. Mal wieder. Hinten die Schrauböse. Ist mir leider durchgekommen. Ach, komm schon. Sieht man jetzt nicht mehr. Ich habe ein Sternchen drüber geklebt. Die ist mir leider durchgebrochen. Also hinten das Harz ist durchgebrochen. Ich habe es wahrscheinlich zu weit hinten reingeschraubt. Ist aber nicht weiter schlimm. Die Schraube sitzt trotzdem, bloß dass es hier hinten halt so ein bisschen gerissen war. Das werde ich dann wahrscheinlich als B-Ware reinstellen. Denke ich doch ganz stark. So. Dann haben wir hier noch ein paar Vögelchen und Eulen. Da habe ich mal die neuen Verbinder ausprobiert. Diese kleinen Äste, die ich bei Dorian Beats letztens bestellt hatte. Diese hier. Die fand ich ja so süß. Da habe ich die dann mit dazwischen getan. Habe hier noch ein goldenes Blatt dran gehangen und hier oben ein Herz. Das sieht dann so aus. Dann die Eule, auch wieder so ein Zweig dazwischen, ein Stern und ein goldenes Blättchen. Ich finde das so niedlich. Die ist so süß. Wie gesagt, ich fand die so alle so schön, wie sie sind. Da wollte ich nicht hinten noch extra irgendwas drauf machen. Haben wir hier noch ein Vögelchen. Hier habe ich ein silbernes Blatt mit dran gehangen. Und hier oben noch ein rosanes... Ist das ein Ahornblatt? Ich glaube ja. Finde ich irgendwie passend. Und dazwischen auch wieder so ein Zweig, Ast, wie auch immer. Haben wir hier noch ein Uhu. Auch wieder ein Zweig dazwischen, ein Sternchen und ein goldenes Blättlein. So niedlich. So süß. Und hier oben auch noch die schlafende Eule, die ist ja auch so süß. Auch wieder ein Sternchen, ein Verbinder, Zweig und ein goldenes Blättchen. Also die finde ich echt richtig hübsch. Richtig niedlich. Und dann haben wir hier noch zwei Teile. Die sind zwar etwas größer, aber ich finde die eigentlich ganz hübsch. Die kann man sich ja auch irgendwo hinhängen. Hier... So ein Rosenverbinder oder ein Blütenverbinder, weiß gar nicht, wie sich das schimpft, fand ich eigentlich ganz hübsch, weil ich ja überlegt hatte, was ich damit mache. Finde ich ganz passend. Und hier oben eine silberne Perle und zwei kleine türkisene. Türkisene? Ist das richtig? Türkisene. Ja, sehr schön. Ich finde das so niedlich. Ach, ganz vergessen. Doch, ich habe ja, weiß gar nicht wo.
Bei dem habe ich hier unten noch einen Nailart-Sticker draufgeklebt. Bei den anderen glaube ich nicht. Die sind so, wie sie sind. Bei dem auch. Man sieht es kaum. Es ist nur eine kleine hier und hier. Kleine Verschönerung noch. Auch wieder so ein Verbinder. Und oben auch wieder so eine silberne Perle und zwei rosane. Passend. Finde die sehr hübsch geworden. Ehrlich. Die Sticker sind toll. Die waren ja aus dem Lidl gewesen. Und bei den Halloween-Teilchen hatte ich jeweils noch, ganz vergessen zu sagen, hier solche Nailart-Sticker draufgeklebt, solche Sterne. Ich glaube, auf alle habe ich irgendwie so verteilt so ein paar Sternchen draufgeklebt. Jo. Und das war's auch schon. Das waren ja nicht viele aus dem Pop-Out Video 4. Ich mache ja eh nicht immer so viel, weil ich leider nicht den Platz dafür habe, dass überall zum Trocknen hinzustellen, weil ich habe eine Katze, ne, und der springt ja überall rum und geht nicht, wie ich möchte. Aber ich finde es eigentlich ganz okay so, weil dann habe ich so mein Zeug, was trocknet, und dann kann ich das dann auch gleich weiter verarbeiten danach, bevor ich dann das nächste quasi ansetze. Beziehungsweise, ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Klappt aber nicht immer. Jetzt habe ich ganz schön viel angesammelt und das jetzt quasi endlich mal fertig gemacht. Das klingt so blöd, aber ich habe es jetzt fertig gemacht und das wollte ich euch zeigen. So, jetzt habe ich genug geredet. Wie gesagt, guckt gerne in meinem Shop vorbei. Die Teile sind dann auf alle Fälle drin, wenn das Video oben ist. Und ja, die nächsten Teile werde ich dann auch fertig machen, aus dem Pop-Out-Video 5 dann wahrscheinlich. Die anderen Halloween-Teile. Da wollte ich ja Taschenbaumler draus machen. Wie gesagt, ich warte noch auf die Klemmen. Und das Pop-Out-Video 6, die Teile werde ich dann, ich glaube, dann gleich mit anhängen. Ich werde mal gucken. Ich werde ein Craft-Update dazu machen. Ja, so. Ich habe jetzt echt viel geredet, jetzt reicht's aber auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Das ist ja auch bald. Und ja, wenn ich was vergessen habe, schreibe ich es in die Infobox. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.